Willkommen zu einer neuen Folge Raid am Mittwoch, am Donnerstag. Ja, normalerweise, wie gesagt, immer Mittwoch, Raid am Mittwoch. Aber es ist wieder so viel passiert und einmal im Monat kommt es vor, da wird ein neuer Raid-Boss eingeführt, ein legendärer. Jetzt war es Palkia und komischerweise kommen die dann immer am Mittwoch. Und dann will man ja am Mittwoch präsent sein und den neuen Raid-Boss zeigen im ersten Raid. Das habe ich gestern getan, habe schon gesagt, dass ich deshalb Raid am Mittwoch am Donnerstag hochladen werde. Jetzt ist Donnerstag, hoffe ich zumindest. Und deswegen gibt es jetzt wieder die Highlights der Woche und den Schocker der Woche aus unserer Community und der ganzen Welt. Hey, und darauf erstmal ein Humpen und gleich geht's los. So, die Woche hat mal wieder gut angefangen. Wie ihr seht, gab es mal wieder einen Shiny Kyogre aus dem Raid mit 23,13. Das ist also eigentlich auch ein relativ gutes, wenn man das so nennen will. 23,51 wäre das 100er. Alles über 23 finde ich eigentlich richtig genial. Habe ich mir gegönnt, habe ich mitgenommen. Dann hat der Brian uns ein Foto gezeigt, der nächste Community Day kann kommen. Wie ein Mann einfach mit 24 Telefonen spielt, auf dem er jeweils aber auch mehrere Accounts haben kann mit diesem geteilten Bildschirm. Insgesamt hat er also 42 Accounts am Start da liegen. Aber Brian, wie stellst du dir das vor? Wie will man damit Community Day spielen? Also du stellst dich an ein Log-Modul, dann kannst du ja vielleicht mal da anklicken und werfen, aber kommst du überhaupt nicht hinterher. Aber wie willst du damit denn laufen? Zwei Leute tragen den Tisch und einer in der Mitte bedient oder wie? Das ist sehr abstrakt, also konfus. Ich kann auch einfach 100 Handys dahinlegen und sagen, so, jetzt geht's ab. Also das ist wirklich krank. Wie es aber anders sein kann, sehen wir hier vom Hornswoggle. Der Nino hat uns da ein Bildchen geschickt, läuft. Denn da hat die Linzierer, Hornswoggle, Leo, Sai und Co., die haben abends nochmal einen Raid gemacht. Das ging ja dann auch zum Ende hin mit Groudon und Kyoko. Und ihr seht, da war ein Groudon-Raid. Und ein Shiny ist dabei, hier am Rande. Da hat einer einen Shiny bekommen, die anderen alle keins. Aber es sieht natürlich cool aus, wie das alles in einer Linie da liegt. So kann man es machen. Der Lukas hat uns gezeigt, erstmal 200 Kyoko-Bonbons bekommen, 1200 Staub und 200 Bonbons. Wow, da kann man es gleich hochziehen und maxen. Auch richtig gute Sache, wenn dieser Bug wirklich passiert wäre. Weiß man jetzt leider nicht, ist bestimmt nur ein Anzeigefehler, aber wäre schon richtig krass bei 200. Der Ismo zeigt uns, ja, der spielt einfach nur Pokémon, der ist gar nicht selber dabei. Da ist der Trainer einfach mal komplett weg. Bei anderen läuft er einfach durch die Stadt und verlässt den Screen. Bei ihm ist er komplett im Buddy-Menü gar nicht zu sehen. Ist auch weg, ist wieder mal ein richtig genialer Anzeigefehler natürlich. Der Michael hat einen 100er Mankey bekommen. Aus beim Feldforschungsdurchbruch vielleicht? Ah, nicht Durchbruch, bei der Feldforschung, denn das sieht aus wie Level 15. Kann ich aber nur erraten, vielleicht war es auch wild oder aus dem Ei. So, der Kalle zeigt uns, der hat nämlich ein 80%iges Shiny Groudon bekommen. Auch Glückwunsch dafür, Linzierer ist dann aufgestiegen. Yes, geschafft. Endlich Level 40 auf ihrem zweiten Account. Hoffe ich zumindest. Ja, beim ersten hat sie ja schon Level 40 erreicht gehabt, ist jetzt nachgezogen. El Woppy kam an, hat ein Shiny Snubbull bekommen, ein Shiny Schwalboss entwickelt, der hat also einen Shiny Schwalbini gehabt und auch noch ein Shiny Groudon, was hier gerade angreift und hat er auch ein bisschen gepusht. 4083 hat das jetzt aus Schwandorf, Bayern. Glückwunsch und Grüße gehen raus. Dann habe ich mir mal ein 100%iges Kyoko gegönnt, ganz heimlich, still und leise. Ich hatte in der letzten Folge schon ein 100er dabei, was ich nur für jemanden gefangen habe, dass irgendwie gar keiner, derjenige das bestimmt noch nicht mal mitbekommen hat. Und dann ist es auch passiert, ich habe auch eins bekommen, das habe ich noch nicht gesagt, denn da wollte ich noch mal eine extra Folge dazu machen. Das werde ich wahrscheinlich morgen machen, so zum Abschluss des Events, das Maxen und mal die Statistiken zeigen bei Kyoko Groudon, was da alles passiert ist, wie viele Shinies und so weiter. Der Bockwurst King hat ein Fukano gebrütet mit 100%, müsste gebrütet sein, ist ja Level 20, richtig gute Sache. Linke Networks zeigt uns ein 100% Shiny Kyokre, aber das ist nicht seins, das ist von seiner Frau, der STX3CH, da muss man aufpassen. Aber nichts Besonderes. Dann machen wir einfach weiter und gucken uns an beim Jakob. Der hat auch wieder einen Grafikfehler da. Der wollte einen Raid machen. Jetzt hat es
Der Raid ist abgelaufen, der Timer ist bei 0 Sekunden. Er kann im Prinzip kämpfen, beitreten, aber da ist gar keine Arena und nichts. Er steht einfach irgendwo und da ist die, da oben steht ja auch Gym-Name noch dabei. Also richtig alles verbuggt, keine Ahnung, was da los ist. Linke Networks hat noch ein bisschen getauscht mit dem Lukas, hat jetzt ein Lucky Kyogre mit 98%, 15, 15, 14, richtig gute Werte, so muss ein 98er aussehen. Dann das Gegenstück dazu beim Lukas mit 12, 13, 15, nicht ganz so krass, aber trotzdem als Lucky im Pokédex festgehalten, habe ich leider auch noch nicht. Ist auch noch mein Ziel, ein bisschen zu tauschen da. Der Bockwurst King hat auch ein 100% Kusilla gebrütet aus dem Ei. Auch coole Sache natürlich. Dann hat das bei den Entons angefangen, weltweit. Da zeigt uns der Linke, der hat da eins bekommen. Pupsi hat sich auch gefreut, die hat auch eins bekommen. Hat das auch gepostet und Enton wirklich eins der genialsten Shinies, die ich in letzter Zeit so gesehen habe, mit diesem Eisblau. Dann ging wieder die X-Raid-Welle los, die X-Raid-Einladungen gingen raus für den 7. Februar jetzt. Haben wir beim Schwimmbad Hildburghausen, das darf man ja gar nicht zeigen, das blenden ja immer alle aus, den Ort und den Spielernamen und alles, aber habe ich eine Einladung bekommen fürs Schwimmbad am 7. Februar. Und dann habe ich natürlich auch ein Shiny Enton noch bekommen, ein ziemlich hohes sogar mit 861, was ich dann später auch weiterentwickelt habe. Und wie ihr seht, hat das wieder mächtig Kopfschmerzen. Der Horst of Death, so kann der Tag losgehen, hat aus der Feldforschung ein 100% Knackleon bekommen. Auch gute Sache, 100er sind immer gut. Und hier seht ihr das Shiny Entoron. Entoron, was ich entwickelt habe auf jeden Fall aus dem hohen Shiny Enton heraus. Leoside zeigt uns ein 100%iges Groudon aus dem Raid, genau mit 2351, genau wie bei Kyogre, die haben ja dieselben Werte, was die WP angeht auf dem Level und kommen auch auf dasselbe hinaus. Linsierer wieder mit einem Shiny Knospi, gebrütet aus einem Ei und 96%, also das ist schon ein Kracher natürlich. Ein Shiny Knospi habe ich auch, aber meins ist bei weitem nicht so gut und kommt nicht mal über die 90%, glaube ich. Aber bei Shiny sind mir die IV eigentlich relativ wurscht. Trotzdem fehlt noch ein Glücksknospi, da müssen wir auch noch dran arbeiten. Heute Nachmittag gefangen, der Brian hat auch ein 98er Kyogre bekommen. Mit 15, 14, 15 ist auch okay. Hauptsache der Angriffswert ist auf 15, dann sind wir alle fröhlich. Leosai noch mit einem Shiny Groudon mit 93%. Ihr seht, die ganze Woche stand eigentlich unter dem unter dem Merkmal Groudon und Shiny, Groudon und Kyogre Raids zu machen, überall auf der ganzen Welt und alles mitzunehmen, was geht. Dann hat die Linsierer uns gezeigt, wie sie wieder mal eine Shiny Arena gebastelt haben. Da ist also alles rosa gehalten, rosa oder lila, was ich noch cool finden würde. Vielleicht bastelt sie demnächst ja auch mal eine Evoli-Entwicklungsarena, dass wir da die ganzen Formen drin sehen. Das wäre cool. Dann Stolpersteine, da gab es auch nochmal einen Shiny Enton, sogar Wetter geboostet, ne? Als Shiny mit 777, richtig cooler Wert, das werde ich natürlich aufheben und nicht entwickeln. Und ja, das Wochenende war ja dann vorbei, dann ist die Rade wieder zurückgegangen. Ihr habt nicht mehr so viele Enton gesehen, manche haben gar keins bekommen, aber manche haben vielleicht auch sowas bekommen. Endlich, Shiny Enton mit 310 WP. Und das seht ihr hier, dieses fürs Klo irgendwie so Reinigungs Mittelzeugs, also das gibt's natürlich auch, die WC-Ente in Blau, das sieht nämlich genauso aus. Genau wie das habe ich auch noch gefunden, irgendwo wurde in der Gruppe mal geschickt. Ein 100% Shiny Enton als Badeende, sieht auch so ähnlich aus, aber hat einen roten Schnabel. Hater würden sagen, das ist fake. Neben 100% gibt's natürlich auch 0% und das hat auch einer aus der anderen WhatsApp-Gruppe geschickt. Da darf ich den Namen aber trotzdem nicht zeigen, habe das deswegen weggeschnitten. 0%, also das ist auch cool, das würde ich auf jeden Fall auch aufheben, in meine Sammlung reinpacken. Dann habe ich einen Mamfaxo gebrütet mit 11, 11, 11, fand ich auch gut, 73,3%, drei gleiche Werte, kann man lassen, kann man mal mitnehmen, 10, 10, 10 wäre natürlich noch genialer, leider nicht. Der Nebels, Grüße gehen raus an Marco und das trübe Naturradler, Naturtrübe Radler, ja so irgendwie halt.
Ich hatte mal Langeweile, hat ein bisschen getauscht, hat jetzt ein Glücksnachtara bekommen und das Gegenstück dazu ein Glückssamurzel. Ja, was da wohl jetzt cooler ist, ne? Natürlich das Nachtara. Da muss ich mal gucken, ob ich da auch schon eins hab. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Der Host of Death hat dann auch noch mal ein paar Raids gemacht, hat noch einen Shiny Groudon mitgenommen mit 96%. Leider keine 15 Angriff, trotzdem hohe Werte. Und ich denke immer noch, vielleicht kann man ja irgendwann mal die IV verbessern durch bestimmte Aufgaben oder so, dass man jetzt den Angriffswert steigern kann, dass der dann auf 14 oder 15 hochgeht. Das wäre auf jeden Fall ein cooles Feature. Dann habe ich noch was gefunden, da hat echt jemand sich die Mühe gemacht und 600er Bummels gepusht und entwickelt, auf Level 40 gezogen und ich frage mich nur, warum? Was will man mit 6 Level 40er Letter King? Die machen doch nichts, die liegen doch nur da. Krass wäre es natürlich, wenn mal ein Community Day kommen würde, wo man einfach Bummels entwickeln kann und Letter King als sofort, also als Quick Move, noch eine Attacke erlernen kann, weil momentan macht er ja nur Gainer, was also null Schaden macht. Deshalb passiert auch nichts und bevor er dann seinen Charge Move einsetzt, ist er meistens schon tot. Wenn er den aber einsetzt, dann knallt er richtig rein, weil er einfach so einen riesengroßen Angriffswert hat. Und Letter King mit einem Quick Move wäre natürlich richtig brutal. Das würde aus dem Teil was ganz anderes machen als jetzt schon. Aber das bringt dem Kollegen hier natürlich nichts, denn der hat ja eh schon alle entwickelt und hochgezogen. Da müsste er sich nochmal 600er zulegen, damit er das so machen kann. Dann nochmal ein Shiny Groudon, genau das war beim Friedhof, glaube ich, kurz vor Ende des Events, da noch ein 91er bei mir, leider keine 15 Angriff, sonst wäre das auch eins der besten mit, und Fahrlaub, der ist dann weiter noch zum Bahnhof gezogen, hat am Bahnhof, weil der hat wirklich einen Tag, also am letzten Tag, als das Event dann endete, immer noch kein Shiny Groudon gehabt, hat seinen allerletzten Raid am Bahnhof gemacht bei Groudon, hat dann endlich das Shiny bekommen. Da war er richtig glücklich natürlich drüber. Chaka, schreibt er hier auch. 22,87, nicht so krass, aber Shiny, das zählt. Dann haben wir wieder einen neuen Stop bekommen und ich glaube, das ist gestern Abend reingeflogen oder vorgestern, ich bin eh immer durcheinander mit der Zeit, hat uns Lukas auf jeden Fall gezeigt, haben wir wieder einen neuen Stop dazu bekommen. Dann Kalle hat mir noch was geschickt, ich sag mal nichts dazu, kannst du gerne in dein Video mit reinnehmen. Er hat seinen ersten Palkia Raid gemacht, ein 96%iges, auch gleich mit 15 Angriff und das würde mir schon reichen. Richtig coole Sache, 22,69, joa. Glückwunsch an Kalle natürlich und schöne Grüße gehen raus, dass du mal wieder mehr kommentierst. Ich freue mich immer, wenn ich einen Kommentar von dir sehe. Dann sind wir, glaube ich, auch schon beim letzten Bild, denn Groudon, Kyogre waren endgültig weg und das Event war zu Ende. Guter Abschluss, nochmal Linsira zeigt uns hier, also wie ein 100er Groudon aussieht, denn auch die hat nochmal eins bekommen mit 15, 15, 15. Glückwunsch dafür und jetzt kommen wir gleich noch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche ganz diesmal im Rahmen des Höhen-Events. Ich habe das vorhin einfach nur gesagt, das ist ja nichts Besonderes, aber oh mein Gott, guckt euch das an. Ein 100% Shiny Kyogre von STX3CH. Also richtig Glückwunsch an der Stelle natürlich. Wenn das jetzt noch lucky wäre, dann wäre das ja ein Klacks mit dem Hochpushen und so. Ansonsten Bonbons sparen, Staub investieren, hochziehen. Richtig fette Sache, ich sage ja immer wieder, dass Kyogre eines der besten Pokémon und besten Legendären ist, die wir hatten, finde ich viel besser auch als die Vögel oder die Raubkatzen. Deswegen hatte ich jetzt auch vermehrt Raids gemacht, als sie beide da waren. Und das ist schon richtig genial, richtig heftig, auch dass das bei uns hier passiert ist, nicht irgendjemand Fremdes im Internet. 100% Shiny Kyogre. Glückwunsch dafür nochmal, richtig genial. Und dann darf das Gegenstück aber auch nicht fehlen, denn das haben wir hier von Avocado mit einem 100% Shiny Groudon. Habe auch nur einen Shiny Groudon, andere haben schon 7 oder mehr. Der ist da sehr bescheiden und viele Leute so, ja, ich habe nur eins, ich brauche noch eins, ich habe nur eins. Und dann baut er das Ding da raus, er hat leider auch nur eins und andere haben ja schon so viel mehr, aber was will man mehr? Er hat ein 100% Shiny Groudon mit 23,51. Sieht man ja hier die Werte gleich, genau eben wie bei,
sieht man die Werte gar nicht. Doch da oben, oder auch nicht, ja, sieht man nicht. Gut, lass mal weg. Auf jeden Fall, wie gesagt, beide Werte gleich, 23,51 bei den 100ern. Das war aber das Höhen-Event. Kyogre, Groudon, jetzt wieder weg, jetzt Palkia am Start, die Leute raiden wie verrückt, wollen Palkia natürlich haben, mit dem kleinen Schrumpfkopf, das hässliche Vieh, ich kann's nicht mehr sehen, schon jetzt nicht, und ja, da würde ich sagen, das war's trotzdem von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal einfach wieder, bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.